So, weg, 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 weg. Okay. Das kommt später. Alles einsacken. Dass hier sauber ist. So. Pumpe. Pumpe für das Ding da. Steht schon mal falsch. Kommt dahin, kommt dahin. Dann kommt hier ein unterirdisch. Das geht nicht. Doch, hier kommt ein unterirdisches Rohr. Und damit ist jetzt nur das da angeschlossen. Die müssen aber auch befeuert werden. Bin noch nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Du nach da, du nach da. Flupp, Licht aus. Yay. Du geh mal nach unten, du kriegst eine neue Pumpe. Da. Pumpe, Pumpe. Befüllst das. Hast aber auch keine Boiler. An einem so einem Ding sind vier hinten dran. Vier Steam Engines. Das heißt, vier Boiler könnten eventuell reichen. Die müssten dann aber auch befüllt werden. Einmal. Nee. Da werden sie schon mal gar nicht daran geführt. So. Ne. Mehr Platz. Wir machen es einfach direkt hier dran. Ein Rohr da. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4 Boiler. Die müssten da befüllt werden. Das können sie nicht, weil das Ding da im Weg steht. So. 4. Die kriegen Ärmchen. Da, da, da und da. Wir haben keinen Strom. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Ich sehe das, Jungs. Stromwende da. Das heißt, du fährst jetzt da lang. Darum. Da hoch. Und die haben jetzt theoretisch gleich Kohle. Erstmal haben sie jetzt ganz viel Kohle, weil ich sie mit Fuel Blocks befülle. So. Das heißt, die heizen durch. Da kommt aber gar nichts an. Was? Warum kommt da gar nichts an? Achso, weil wir keinen... So. 24 Grad, 30 Grad, 60 Grad, 80 Grad. Reicht nicht. Also, praktisch. Ja, läuft nur mit 80% Performance. Okay. Dann machst du hier einen Knick, machst da einen Knick, gehst da weg. Gehst da nach oben. Gehst da weiter, machst da einen Knick. Kohle aufsammeln. Und dann kommen hier noch vier Boiler hin. Dann ist es wieder zu viel. Aber lieber zu viel als zu wenig. Da kommt normales Rohr hin. Okay, drei. Ärmchen. Ganz normale Ärmchen. Haben wir keine. Stell her. Oh, haben wir 50. Okay. Du, du, du. Dahin. 50 davon, 50 davon, 50 davon. So, jetzt müssten es oben 100 Grad sein. Ja, sehr gut. Das heißt, das Ding läuft jetzt durchgehend mit 100%. Problem. Erstmal habe ich hier keinen Weg durch. Das heißt, ich kann hier nicht unten irgendwelches Micromanagement betreiben. Und da kommt die Kohle da auch nicht an. Was natürlich sehr doof ist. Das heißt, die Kohle müsste jetzt irgendwo anders langfahren. Ja, hier wahrscheinlich. Gucken wir mal. Also wir müssten eigentlich auf die andere Seite. Da müssten wir dann ein Rondel machen, das so geht, so geht. So geht. So geht. Da dann runterführt. Hier rauskommt. Darum geht, darum geht. Darum geht und dann hier runter. Auf dass er hier wieder Boiler füllen kann. Das heißt, mache ich hier mal einen kleinen Durchgang. So. Und dann kommen hier die Boiler hin.
1, 2, 3, 4, 5 waren es anscheinend, die man brauchte. Mindestens. So, Wasser. Flupp. Und für später dann die Ärmchen für die Kohle. So, ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. Hier können wir es jetzt dann einfach machen. Hier müssen wir nicht so eine komische Konstruktion machen wie da oben. Wir machen einfach hier. Untergrund. Bis runter zur Pumpe. Und die Kohle kann hier jetzt wieder rumlaufen, damit sich hier das nächste befüllen kann. Sehr, sehr gut. Wird doch langsam. Rohr, Rohr, Rohr. Rohr, 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 Rohr. Moment mal. Du führst jetzt darum, darum, darum. Darum. Mist. Da gehst du runter. Hatte ich gesagt, dass es einfacher wird. Also 1, 2, 3 Boiler. 4, 5 Boiler. Die sich das von da und da nehmen. Mehr Fließbänder. Keine schnellen Fließbänder, die brauchen wir nicht. So, hier bräuchten wir erstmal gleich eine Pumpe. Und zwar da unten irgendwo. Da. Und dann geht das hier weiter. Auch das eine Sache, die wir in der nächsten Welt definitiv besser gestalten werden. Da machen wir es von vornherein mit jeweils separaten Pumpen und einem etwas praktischeren Befüllungssystem als dem hier. Auch wenn mir ad hoc nichts Besseres eingefallen ist, aber wenn ich da ein bisschen drüber nachgrübel, fällt mir bestimmt was wesentlich Effektiveres ein als das hier. Das ist einfach nur praktisch. Verursacht tierisch viel Dampf. Ja. Die da. Jetzt hätten wir gerne hier wieder einen Knick. Da geht's wieder rum. Da geht's wieder hoch. So. Da geht's dann gleich wieder unterirdisch weiter. Ja, komm. Unterirdisch da raus. Und hier schnappst du dir da 1, 2, 3, 4, 5 mal Kohle. Tust ihn 1, 2, 3, 4, 5 Boiler. Und machst da normales Rohr vor. Jetzt brauchst du hier nur noch eine Pumpe. Und, oh, warte mal. Und hier ein Weg, wo ich mich durchgehen kann. Okay, also der Block hier funktioniert schon mal wieder. Das heißt, es fehlt nur noch der hier hinten. Den können wir aber auch händisch weiterlaufen lassen. Also das können wir alles über ein System laufen lassen, indem wir einfach hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Boiler hinhauen. Das Wasser hier. Oh, das Wasser ist für was ganz anderes. Ja, das zwacke ich mir mal ab. So. Da. Zwack, die zwack. Sehr gut. Du kommst darum, hier lang. Und ihr schnappt euch die Kohle. Und jetzt dürfte es da keine Probleme mehr geben. Hoffentlich. Kohle müsste sich jetzt stauen, bis das ganze Fließband voll ist. Und jedes Mal, wenn die Kohle brauchen, schnappen sich das und alles ist gut. Die müssten jetzt alle durchgehend mit 100% arbeiten. Wie schaut das Netz aus? Reicht immer noch nicht. Aber okay, die Hitze war auch noch nicht voll. Doch, jetzt sollte es voll sein. Temperature 100. Füllen sich aber ganz langsam. Ja. Also wir haben es geschafft. Sieht nicht so gut aus hier, aber wir haben es geschafft. Zumal es jetzt gleich Nacht wird. Was das Ganze nochmal ein wenig schwieriger gestalten dürfte. Und hier ging es nicht durch. Das ist echt doof. Das muss ich mir irgendwie merken. Oder
Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Die beiden hier unten brauchen wir gar nicht. So, so. Kann ich hier durch. Okay, das müsste trotzdem noch 100% laufen gleich wieder. 95, 96. Ja, das reicht. Okay. Also, Steam Engines haben wir wieder zum Laufen gebracht. Wir müssen unbedingt mehr Akkus, mehr... Also viel mehr Akkus. Und mehr Solarzellen bauen. Wobei die Solarzellen eigentlich jetzt schon reichen. Es hängt echt nur an den Akkus. Weil die Akkus, die sind innerhalb von ein paar Minuten, sobald der Tag kommt, aufgefüllt. Aber halt die Nacht, ne? Na gut, wir setzen jetzt ein paar neue... Wo sind die Akkus? Da, 24 Stück. Oh, wir brauchen das Muster. Da, da. Schön hochziehen. So, Bäume weg. Das ganze Eisen da oben werden wir auch bald abbauen müssen. Weil ich denke, unten, das hält nicht mehr lange. Du weg. So. Akku, 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 Akku. Falsch. Akku, Akku. Alles voll mit Strom. So, derjenige, welcher ausgerechnet hat, wie lange unsere Akkus halten, also die paar, die wir am Anfang hatten, das wäre echt super, wenn du mir sagen könntest, wie lange die Akkus jetzt zusammen mit denen da unten halten. Das wird man hier dran irgendwie abrechnen können. Wir haben jetzt ein Storage von fast 500 Megajoule. Ich weiß halt die Umrechnung nicht von Megawatt auf Joule und wann wie viel verbraucht wird und so weiter. Das wäre echt praktisch. Wobei die jetzt auch schon alle voll sind. Das geht echt tierisch flott. Und da sie so schnell flott gefüllt werden können, werden sie auch dementsprechend schnell wieder leer gehen. Also, na gut, letzten vier. Vier. So, Power Armor wird nicht erforscht, weil ich die ganze Zeit mit der Stromversorgung am Rumdümpeln war. Woran hapert es denn? Wir haben ganz viele grüne Ärmchen. Wir haben keinen Stahl. Ernsthaft? Ja, wir hätten gerne Requester Chests. Da und da. Eigentlich reicht eine. Und du hättest gerne Eisenplatten. Eine. Mehr will ich gar nicht. Obwohl, warte mal, dann arbeitet vielleicht nur ein Roboter dran. Ich hätte gerne 10. Gucken wir mal. Und während er da wartet, hole ich mal von Hand die, die hier im System lagern, damit die... So, Fuelblock schmeißen wir da auch mal rein. Warum sind hier 8000 Millionen Chips drin? Hol die mal raus. Und tu die von Hand irgendwo rein, wo sie gebraucht werden. Da zum Beispiel. Das sind zu viele Chips. Wie geil. Okay. Woran hapert es jetzt hier? An den kleinen Ärmchen. Gut. Kleine Ärmchen. Es werden immer mehr Roboter, kann das sein? Ja, mein Skynet-System oben scheint zu funktionieren. So, was brauchst du? Du brauchst auch Chips. Hast du nicht eine Requester-Chest für Chips? Ja, hast du. Ich schmeiß mal 400 rein. Ja, das ist komisch, das ist auch drin im System. Da eine ganze Kette von Robotern, die mir das Inventar mit Eisenplatten wieder füllen. Sehr, sehr cool. 90... Und die letzten wollen nicht. Doch, 99. 100. Dankeschön. Roboter ist in Betrieb. Genau du. Woran hapert es bei dir gerade? An Stahl ebenfalls. Ich würde gerne nachgucken können, wie viele schon produziert wurden hier. Gibt es eine Übersicht, wie viele Roboter ich habe? Options, Restart, nö. Stop, Option, Controls.
Textscreen, nein. Build Ghost, GUI, Show Info, nein. Shoot Enemy, Shoot Selected. Production Statistics. P. Ich würde gerne wissen, wie viele Roboter ich produziert habe. In der letzten Stunde. Kann ich die scrollen? Nee. Das ist komisch. Und da ist der Stromeinbruch, würde ich mal sagen. Hm? 220 Science Packs. 3,7 die Minute. Blaue tauchen hier gar nicht auf, das ist halt das Problem. Kann ich hier aussuchen, was ich da angezeigt bekomme? Nee. Mich interessiert das aber absolut nicht, wie viel Ölbarrels ich hergestellt habe. Es geht mir um die Roboter. Gut, gucken wir zum Stahl. Du kriegst. Arbeiten die? Nö, der da arbeitet nicht. Also die Kiste schafft es nicht schnell genug. Okay, das heißt, du brauchst noch einen Arm. Du packst das damit. Nein, nicht außen. Na, schon wieder das Problem. Hör auf. Wir nehmen einfach noch einen Arm. Noch eine blaue Kiste. Und du kriegst auch Eisenplatten. 10 Stück. So, und dann nehmen wir hier ein paar Eisenplatten raus. Tun da ein paar Eisenplatten rein, dann passt das auch. Und du bist gar keine Provider-Chest. Das ist natürlich auch ein Problem. So. Ja, wir hatten 600 Stahlträger im System. Aber die Roboter wussten nicht, wo sie es abholen sollen. Das werden sie jetzt ändern, denke ich. Achso, ich sollte selber auch noch 100 mitnehmen, sonst versuchen die mich zu befüllen. Das wäre halt Zeitverschwendung.